Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage: Sind Covered Calls die richtige Strategie zum jetzigen Zeitpunkt und worauf müssen wir achten, wenn wir Covered Calls umsetzen? Das Thema Covered Calls ist ja etwas, was für reine Optionshändler nicht ganz so häufig stattfindet. Für Investoren dagegen, also die zum Beispiel langfristig Aktien halten, aber auch für Trader, sind Covered Calls natürlich eine super Strategie. Ich will euch vielleicht ganz kurz am Anfang nochmal zeigen oder erklären, was ist überhaupt ein Covered Call. Ein Call, ganz klar, das weiß jeder, ne? Eine Call-Option, die wird in dem Falle geschrieben. Das heißt, man verkauft diese Call-Option. Und das Covered kommt daher, dass man sagt, okay, ich habe diesen Call nicht einfach nur so naked geschrieben, wie man das sonst vielleicht auch manchmal tun würde, sondern ich habe das hinterlegt mit Aktien. Bedeutet also, ich besitze 100 Stück einer Aktie und dann schreibe ich einen Call darauf. Also die in der Regel werden diese Calls über dem aktuellen Preis geschrieben. Preis der Aktie ist von mir aus jetzt $50 und du sagst, ich schreibe bei $53 einen Call. Es gibt natürlich auch Situationen, da kann man den Call direkt am Geld schreiben, man kann ihn sogar im Geld schreiben, aber klassischerweise ist es doch so, dass man einen Call oberhalb des aktuellen Preises, also out of the money, schreibt. Was ist der Vorteil so einer Strategie? Naja, auf der ersten Seite, man erhält natürlich Prämie, weil wenn man den Call verkauft, bekommt man Geld und dieser Call ist völlig risikolos. Das Risiko beim Covered Call liegt eindeutig in der Aktie. Klar, wenn die Aktie nach unten abschmiert, dann verlierst du, aber eben nicht mit dieser Call-Option, sondern mit der fallenden Aktie. Was ist das Risiko? Gerade für Langfristinvestoren ist natürlich das Risiko, dass man eine Aktie besitzt, man schreibt darauf Optionen und dann geht der Preis durch die Option hindurch. Also beispielsweise eben diese $50-Aktie geht auf 55. Du hast einen 53er Call und bei 53 kann dir die Aktie dann weggecallt werden. Gibt natürlich genügend Möglichkeiten, wie man das verhindern kann, über Rollen und so weiter. Aber darum soll es uns jetzt gar nicht gehen. In der aktuellen Situation, die Märkte sind etwas unruhig. Na, wir haben diese ganzen Auseinandersetzungen politisch, Trade War und so weiter und so fort. Da fragen sich natürlich viele Investoren, Mensch, ist denn das jetzt nicht eine gute Zeit, um Covered Calls zu schreiben? Jetzt kann ich hier natürlich keine allgemeingültigen Ratschläge geben, die sagen, jawohl, das ist jetzt eine gute Zeit, um das zu machen. Aber ich kann euch mal erklären, warum ich jetzt gerade auf mein Langfristdepot Covered Calls schreibe. Die erste Grundvoraussetzung ist, ich möchte mich, wenn ich meine Optionen oder meine Aktien besser gesagt veroptioniere, nicht in einem richtigen Bullenrun sein. Ne? Weil, wie schon an dem Beispiel mit der $50-Aktie beschrieben, wenn eben die Aktien extrem nach oben wegrennen, dann möchte ich ja meinen Gewinn nicht begrenzen, indem ich vielleicht ein paar Prozent oben drüber einen Call verkaufe. Natürlich, ich bekomme eine Prämie, aber ich gehe eben das Risiko ein, dass mir die Aktie weggecallt wird. Das heißt, ich brauche für meine Covered Call Strategie, so wie ich sie umsetze, eher eine Seitwärtsbewegung der Märkte, auch eine Abwärtsbewegung der Märkte ist okay, weil wenn es zum Beispiel Aktien sind, die ich langfristig behalten möchte, beispielsweise aufgrund der Dividende, dann macht das also definitiv Sinn, dann zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich Call-Optionen. Jetzt haben wir gerade so eine Zeit, wo eben die Märkte ein bisschen schwächer werden und ich will euch mal ein Beispiel erklären, wie ich Covered Calls anwende. Ich habe mir dafür eine Aktie herausgesucht, die ich sehr hochgewichtet in meinem langfristigen Depot habe. Das heißt hier die Apple. Ich habe da auch mehr als 100 Stück, also so dass ich das machen kann. Ihr könnt das natürlich, oder ein klassisches Covered Call kann man natürlich immer nur mit Aktien machen, wo man mindestens 100 Stück besitzt. Das heißt, wenn jemand 10.000 Dollar-Konto hat und 5 Apple-Aktien darin sind, dann könnt ihr kein Covered Call auf Apple machen. Ne? Aber wenn ihr eben zum Beispiel sagt, okay, ihr habt irgendwie eine Aktie, die $30-$40 kostet, dann könnt ihr das schon machen, wenn ihr eben 100 Stück habt. So, schauen wir uns das mal an. Die Apple aktuell kostet $182.17. $182.17, jetzt in dem Moment, wo ich hier das Video aufnehme. Und das hier ist ganz wichtig, diese 73 Cent, das ist die Quartalsdividende. Also Apple zahlt momentan hier im Jahr 2018 pro Quartal eine Dividende von 73 Cent aus. Das ist die ganz normale Dividende, keine Sonderdividende. So, und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, was könnte ich denn jetzt für Calls darauf schreiben?
Von der Laufzeit möchte ich nicht zu lang in die Zukunft gehen. Deswegen habe ich geschaut, was gibt es, und ich bevorzuge Laufzeiten bei meinen Covered Calls zwischen zu 30 und 40 Tagen etwa. Können auch mal 50 Tage werden, aber so 30, 40 Tage, das ist so das, was ich gerne habe. Und zwar, um einfach flexibel sein zu können, um die Calls, wenn der Preis nach unten geht, ein bisschen tiefer setzen zu können. Wenn es nach oben geht, vielleicht auch ein bisschen höher setzen zu können. Schauen wir uns das mal an. Ich habe Laufzeit genommen, 39 Tage. Und ich habe mir mal zwei Strikes herausgesucht. Und zwar, eine Bedingung, die ich sehr gerne erfüllt haben möchte, ist, dass ich mehr Dividende oder beziehungsweise andersrum gesagt mehr Prämieneinnahme haben möchte als die Höhe der Dividende. Jetzt könnten wir also diese 73 Cent sogar durch 39 Tage, sagen wir, durch mindestens durch 2 teilen, und da kämen wir ungefähr so auf 35, 37. Das heißt, wenn ich so 37 Cent bekommen würde pro Aktie, also das heißt $37 für den verkauften Call, dann wäre das genauso viel wie die Dividende. Und zwar, warum möchte ich so viel Prämie haben? Naja, damit mir im schlimmsten Falle, wenn die Aktie also durch meinen Call hindurchläuft und ich schaffe es nicht zu rollen oder irgendwas und die wird mir weggecallt, damit ich zumindest, wenn die Dividende kommt, einen adäquaten Ersatz durch die Prämie bekomme. Also deswegen möchte ich mindestens immer die Dividende haben. Meistens ist es sogar so, dass man so auf eine Laufzeit 30, 40 Tage sogar mindestens die gesamte Dividende bekommt. Also mindestens eine Prämie in der Höhe der Dividende. Und hier mal zwei aktuelle Beispiele. Wenn ich jetzt momentan, also bei einem Stand von 100, hier nochmal 182,17, also roundabout $182, einen 190er Call schreiben würde mit einer Restlaufzeit von 39 Tagen, dann würde ich aktuell eine Prämie von $3 pro Aktie, das heißt $300 bekommen. Und das ist eine ganze Menge. Das ist nämlich fast so viel wie die gesamte oder mehr sogar aktuell als die gesamte Jahresdividende. Und das an einem Strike von 190 mit einem Delta von 30. Das bedeutet, ich habe eine 30%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Preis dahin geht. 190 zu 182, naja, wie viel ist das ungefähr? Das sind $8. Das sind so ungefähr 4,5%. Ne? Wer jetzt sagt, 4,5%, das kann ja die Apple schon mal relativ schnell machen, ne? Das ist mir zu nah dran, der kann sogar noch ein bisschen weitergehen. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich verkaufe einen 200er Call, und das sind dann immerhin so knapp 10% oberhalb des aktuellen Preises. Das heißt, die Aktie müsste, damit sie dir weggecallt wird, innerhalb der nächsten 39 Tage 10% steigen. Wie gesagt, wir sind nicht in einem Mega-Bullenmarkt gerade, sondern eher in so einer Seitwärts-Abwärts-Bewegung. Und das ist ein Delta von 13. Also das heißt, du hast eine 87%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Preis nicht dahin geht. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Was bekomme ich dafür? Ich bekomme $1 pro Aktie, das heißt $100. Und das ist immer noch mehr als die Quartalsdividende. Das heißt, es macht definitiv Sinn. Was viele Leute falsch machen beim Covered Call Writing ist, es ist eine falsche Herangehensweise von der Denke her. Und zwar sagen sie, hey, ich habe doch hier, wenn ich 100 dieser Apple-Aktien habe, dann sind die doch aktuell $18,217 wert. Also machen wir es glatt, $18,200. Das ist doch eine Menge Geld. Und jetzt soll ich eine Option verkaufen, die mir $100 bringt und wo mir aber im Zweifelsfalle meine Aktien weggenommen werden. Aber rechnen wir das mal ein bisschen aus. Wenn der Preis auf über 200 gehen würde, ne? Wo ist unser Break-Even, oder beziehungsweise wo würden wir die Aktie im Grunde weggecallt bekommen bei 201, dann würde das doch bedeuten, die Aktie würde mehr als 10% steigen, also ungefähr so $1,800 Gewinn aus den Aktien plus nochmal diese $100 dazu, und wenn das eben nicht eintritt, und die Wahrscheinlichkeit ist ja eben sehr gering, dass es eintritt, kassiere ich hier $100, und $100 mögen im Vergleich zur Aktie nicht so viel sein, ne? Aber im Verhältnis zur Dividende ist das doch gigantisch. Und jetzt überlegt euch mal, wenn es euch gelingt, das im Jahr, sagen wir, nur 3 oder 4 Mal zu machen. Öfters müsst ihr das gar nicht machen. Wenn ihr das 3 oder 4 Mal macht, was habt ihr dann erreicht? Dann habt ihr eure Dividende, die ihr aus der Apple-Aktie rauszieht, euren Cashflow verdoppelt. Und deswegen habe ich momentan bei relativ vielen Aktien, wo ich mehr als 100 Stück habe, eben Covered Calls gemacht, habe da Prämien generiert
Und es geht eben nicht beim Covered Call Writing darin oder darum, dass man sagt, ich mache da jetzt im Jahr 20%. Nein, es geht darum, dass man vielleicht 3-4% extra erzielt auf sein Aktienportfolio. Und überlegt mal, wenn ihr ein langfristiges Aktienportfolio haltet und ihr habt damit vielleicht 8% im Jahr, 9%, ihr seid also genauso gut wie der Markt, kein bisschen besser. Und jetzt schafft ihr es noch mal 2-3%, nur 2-3% extra durch Covered Call Writing zu verdienen in solchen Jahren, das ist doch perfekt. Ne? Dann schlagt ihr den Markt mit ganz, ganz einfachen Waffen. Ihr müsst ein bisschen was dafür tun, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig großer Aufwand, den man betreiben muss. Und das Ganze kann man natürlich auch mit ETFs machen. Wir wissen, mit ETFs ist es gerade ein bisschen schwieriger geworden, aber nichtsdestotrotz geht es ja immer noch. Und wahrscheinlich wird es auch relativ bald ETFs in Amerika geben, wo wir solche KIT-Dokumente haben, wo wir dann auch wieder Optionen darauf schreiben können und auf bestehende ETFs, die ihr habt. Also wenn ihr zum Beispiel noch, ich habe zum Beispiel noch eine ganze Menge Spider im Depot, die ich auch behalte, da schreibe ich natürlich auch Covered Calls darauf, weil wenn die weggecallt werden, so what, ich habe halt Geld verdient. Okay, das war's für heute zum Thema Covered Call. Interessiert euch übrigens das Thema Covered Calls? Falls ja, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, weil dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier noch mal ein bisschen mehr zu dem Thema machen oder vielleicht sogar unseren Kurs Covered Calls, den wir vor einigen Jahren gemacht haben, noch mal neu und überarbeitet und verbessert auflegen. Also schreibt mir mal rein, ob das für euch interessant sein könnte. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, euch alles Gute, achtet auf euer Geld, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.